Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Affen sind los. Wir sind wieder am Testen. Ich musste ja alles noch von vorne anfangen, weil ich leider die Videos sind gelöscht. Die gute Frau mit ihrem Rumgetippe und Rumgedrücke am PC hat alles vernichtet. Weil sie sich halt null auskennt. Allgemein mit Elektrogeräten und Rechner. Versuchen wir mal den Stein zu bearbeiten. Immer genau beim Klicken. Darf nicht zu lange dauern, sonst... Zack. Ingo war sein Name. Okay, jetzt muss ich den wieder wegschmeißen, den in die andere Hand nehmen, dann wieder dran schnuppern. Eher riechen, was wir geschaffen haben. Oh, oh. Guter Stein. Guter Stein. Granit, geschliffener. Granitschleifer ist das. Den kann man ja auch weglegen. Dann holen wir uns nochmal eine Nuss. Eine Nuss, eine Nuss, eine Nuss, eine Nuss. Greift ihr die Nuss. Wieder runter. In die andere Hand. Immer wechseln, wenn man was bearbeiten muss, muss man immer in die andere Hand. Den Stein nehmen. Und dann die Nuss bearbeiten. Müsste doch gehen. Was lass ich dran riechen? Ja, ja, ja. Guter Stein. Ich weiß. Komm schon, Nuss. Ah ja. Schlagen mit Granit, das war's. Jetzt darf ich nicht weiterschlagen, sonst geht die Nuss, glaube ich, kaputt. Mineralien, zweimal geschliffen, Werkzeug benutzt. Wunderbar. Lass mal den fallen, die Nuss in die andere Hand und wieder analysieren, schnuppern, inspizieren. Yum, yum, yum. Oh, riecht aber lecker. Nussi, Nussi. Okay, und jetzt kann man die trinken. Eigentlich sollte ich die Kleinen mit auf den Rücken nehmen. Die lernen ja alles, oder? Wenn die hinten drauf hocken. Huckepack. Oh, hier. Hier der Huckepack. Huckepack. Kann ich auch drei nehmen? Nee. Zu viel des Guten. Jetzt haben wir hier, wenn wir schon mal hier sind, da machen wir uns gleich mal hier, nehmen wir den hier und den hier. Die kann man auch miteinander bearbeiten. Klick, klack. Muss echt vorsichtig sein. Ein bisschen zu lang drauf gedrückt, dann zerschlägt er den Stein. Erneut entdeckt, schlagen mit Obsidian, keine Obsidian. Jetzt muss ich wieder schnuppern und probieren und schmecken. Schätzt das Alter. Werkzeug entdeckt. Ein Spachtel aus Obsidian, genau. Und den lassen wir auch gleich hier liegen. Na? Wir nehmen den anderen Obsidian, weil ich glaube, man kann... Vielleicht liegt hier zufällig ein Stein. Man kann mit dem Obsidian jetzt den anderen Stein bearbeiten. Es gibt dann auch wieder extra Intelligenzpunkte. Hier nimmt man sich einfach... Nimmt man sich? Welche Hand hat er denn hier? Er muss immer Hand wechseln, sonst nimmt er nichts. Er nimmt immer nicht nur mit der rechten Hand. Jetzt könnte man es eigentlich... Wir machen es umgekehrt. Hoffentlich macht er ihn nicht wieder kaputt. Ja. Hau den Stein! Los, du kannst es schaffen! Zack! Na? Ja, neue Änderung. Schlagen, Obsidian kann, Granit. Das ist es, du kannst alles bearbeiten. Du musst immer alles gegenseitig ausprobieren. Gibt es einfach mehr Intelligenzstufen. Jetzt nehmen wir den. Und jetzt bearbeiten wir den Obsidian mit dem Stein. Dann gibt es auch wieder extra was. Gibt ja auch noch Basalt. So. Zack. Zack. Oh, fast hätte ich ihn kaputt gemacht.
So, jetzt kann man den wieder hier zurücklegen. Was machen wir denn hier jetzt? Kann man nämlich in die andere Hand nehmen. Ne, in die Hand. Und wieder eine Nuss holen. Und die natürlich mit dem Obsidian behandeln. Da gibt's wieder einen Punkt dazu. X-Hand. Nimmt er nicht die Nuss? Wieso nimmt er nicht? Oder hat er die Nuss schon? Sehe ich's nicht. Schütteln. Ach, das geht auch. Aha, gar nicht gewusst. Das ist ja wieder was Neues gefunden. Wusste ich gar nicht, dass man den Baum schütteln kann. Schütteln beenden. Das ist ja geil. So, wo sind die Nüsse? Da liegt eine, oder? Habe ich das? Nee. Da ist noch eine Nuss. Genau vor deiner Nase, Junge. Nimm die Nuss. Genau, und jetzt wieder Hand wechseln. Geht natürlich viel schneller mit dem Obsidian-Spachtel. Klick, klick. Kann man die jetzt weiter verändern oder wie? Warte mal. Achso. Ja, jetzt haben wir das gemacht mit dem Fleischer, mit dem Obsidian. Und jetzt kann man zum Beispiel. Ihr Stöckchen nehmen. Dick, 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 dick. Dann muss man wieder Hand wechseln. Dann legen wir den. Warte mal, den Obsidian, den kann man hier doch das stapeln, oder? Hier. Genau, dann haben wir das gleich alles schön dort liegen. Dann. Na. Aufs Klingeln warten und schon haben wir einen Stock. Einen entasteten Stock. Wo bin ich? Ja, den müssen wir jetzt wieder wechseln und wieder dran schnuppern. Ey, halt, falscher Knopf. Cool. Hey, PV. PVB, okay, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ich muss wieder von vorne alles machen. Ah, Feuer wird hier gar nicht gemacht. Das ist, die Zeit ist zu früh, als Feuer, als die Feuer machen konnten. Das ist ja, glaube ich, Homo erectus oder was das ist. Das ist ja kein Homo sapiens. Oder ich glaube, dass das sogar noch eine frühere Art ist. Schleifstein. Kann man schneller den Stock machen. Und wieder wechseln. Zweimal Werkzeug benutzt, abgeschlossen. Los, wechsel die Hand. Warum wechselt er nicht? Was macht er denn? Okay, dann legen wir halt das weg. So, jetzt wechsel. Und wieder schnuppern. Schnuppern, was das Zeug hält. Ja, wir warten, bis der Blitz einschlägt. Von alleine können die das nicht. Jetzt pass auf. Stöckchen lege ich mir hier hin. Denn man muss ja alles mehrfach machen, dass einfach die Intelligenz wächst. Ah, ja, genau, das kann man ja auch machen. Moment, hier, dieses hier. Aus diesen Zweigen, aus diesem Weide, was ist das? Kann man sich nämlich Stöckchen machen, damit stochert man dann in dem Honig rum. Kann man was zum Essen. Zack. Oh, zu fest. Was habe ich denn da genommen? Ach, was zum Essen. Den wollte ich gar nicht. So, halt andere Hand. Tada! Und jetzt Lucky da.
Jetzt ist schon wieder so spät, müssen wir wieder schlafen. Na, zuerst holen wir uns noch einen Schluck Honig. Zwecks der Vielfalt der Ernährung. Die kleinen Äffchen sehen das jetzt. Werden die auch gestochen, oder? halt, höher. Ich hatte es in der falschen Hand, den Stock, oder? Wieso geht's denn jetzt nicht? Habe ich den Stock fallen lassen? In die rechte, okay. Ach, ich habe nicht inspiziert, gut. Guter Stock. Honig-Schnappstock. Stangeria-Stamm. Ein Stangeria-Stamm. Nicht Schickeria, sondern Stangeria. Gut. Eingetunkt. Inspizieren. Ja, da schaffen wir ja richtig viel gleich hier. So. Absturz. Und essen. Essen. Sehr schön. Nährstoff von Insekten, Nahrung aufgenommen, abgeschlossen. Sehr gut. Es ist schon wieder so spät. Halt. Sollte man sich nochmal paaren, aber nicht wieder mit der gleichen, oder? Ach, jetzt hast du es gar nicht gesehen, PV, okay. Wir haben schon Babys gemacht hier. Die Kletten hier, die hier alle mit dranhängen. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht? Ich bin doch genau am Nest. Ach, weil ich muss immer Stöckchen ablegen. Das kann man nicht schlafen, wenn man was in der Hand hat. Ganz vergessen. Ewige Evolution. Schauen wir mal, was Neues. Jetzt haben wir was dazu bekommen. Nein, nur eintunken den Stock, nicht runterschlagen. Nur eintunken den Stock. Wenn du sie runterschlagst, machst du ja ihre Waben kaputt. So tunkst du sie nur ein und leckst den Honig ab. Ist doch ein Affe, der hat doch dickes Fell. Der wird doch nicht so gestochen. Du Schweinchen. Babys von der Kamera. Ja, die Kamera hat weggeschwenkt. Ich war so anständig und hab die Kamera weggeschwenkt beim Babys machen. So, neues neuronales Action. Was haben wir denn hier? Die Fähigkeit, einen Gegenstand beim Bewegen aus den Händen und andere wegzuwechseln. Erworben, ja, das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal da. Von einer Hand in die andere zu wechseln. Erworben. Was haben wir hier? Noch ein Stück, noch ein Stück. Die Fähigkeit, in Bewegung einen Gegenstand fallen zu lassen, ist verfügbar. Naja, sehr schön. Zumindest schon mal verfügbar. Und hier haben wir hier noch was. Hier haben wir nichts mehr, haben wir nichts mehr, haben wir nichts mehr. Nein. Okay, haben wir das. Ich kann ja mal probieren, ob wir nochmal ein Baby machen können. Da muss man erstmal die Kleinen hier ablegen. Ablegen, ablegen. Olga, komm sofort her, hier, Boris will was machen, will dir zeigen, wie schön ist Bett zu zweit. Kommst du, kleine Affendame, wo bleibst du denn? Ich rufe schon zum dritten Mal, bist langsam geworden, alte Frau. Mal schauen, ob sie fruchtbar ist überhaupt. Ich weiß es nicht, zeigt es an, ob sie fruchtbar ist. Z. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück, machen wir noch ein drittes Baby. Eigentlich glaube ich gar nicht so gut, das mit der gleichen drei Babys zu machen. Ich weiß es nicht. Siehst du, die Kamera ist weg. Nee, ist leider nicht schwanger geworden. Hast du verpasst. Hast du vorhin leider verpasst. Tut mir leid. Musste warten, bis die nächste fruchtbar ist. Muss man mit der da machen. Ah, so, okay. Also wenn man den Stock in der linken Hand hält, kann man auch im Nest schlafen, habe ich gelesen gerade. Wurde mir beigebracht. So, 8 Uhr morgens. Wasser, Schlaf ist gut. Nahrung. Nehmen wir mal die kleinen Schratzen wieder mit hier. Wo sind sie denn? Wo kann ich den denn nicht aufheben? Jetzt halt. Wo ist der andere? Der ist schon stiften gegangen, oder? Das ist so der Frühaufnahme. Da hockt er ja.
Ah, den habe ich schon dabei gehabt. Nehmen wir mal den mit. Der hockt ja die ganze Zeit alleine. So. Was habe ich hier? Nahrung war da gestanden. Was haben wir da noch? Die Kokosnuss müssen wir noch komplett. Die haben wir noch nicht komplett bearbeitet. Nimm doch die mal in die an. Erst muss ich sie schälen, genau. Da schäle ich die Kokosnuss. Und ein letztes Mal. So, jetzt muss ich sie vorsichtig mit dem Stein auf. Oder mit dem, ja. Naja, hoffentlich mache ich sie nicht wieder kaputt. Jawoll! Gleich beim ersten Schlag. Das ist schön. Da kommt Freude auf. Wieder alles schön zurücklegen. Ordnung muss sein. Ja, ja. Muss ich es wieder erschnuppern, was es ist. So, ja, Nuss. Trinken konnte ich sie. Und. Sieht lecker aus. Ah, essbar. Freut er sich. Einmal essen. Mach mal zwei Bissen, weil sonst kriegt er wieder Magenschmerz. Der Bursch. Legen wir die Nuss mal hier hin. Ist hier noch irgendwo eine Nuss, die runtergefallen ist vom Baum, oder habe ich jetzt alle schon? Ich muss hier ein bisschen meine Steinchen hier alle hinlegen. Hier, so, da, zack. Wisse, alles schön ordentlich ist. So. Ich glaube, ich sind keine Nüsse mehr da. Man konnte den Baum auch schütteln. Ich habe gar nicht gewusst, ob man den schütteln kann. Mal was. Erschnubbeln. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Naja, gut. Wir müssen noch einen Stock mit einem Stein bearbeiten. Gibt es hier Stöckchen? Hier gibt es Stöckchen. Schau mal hier. Schöne Stöckchen in die andere Hand. So. Kann man den auch beschleifen? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Stock schleifen. Du wolltest nicht die Kokosnuss nehmen, du fressgieriger Hund. Sondern... Kann ich mir einen besseren Griff machen mit dem? So einen schönen, griffigen Griff. Nee, scheint nicht so. Dann hier das Steinchen nehmen. Nein, hat er gerade. Wo ist denn mein Stapel mit meinen Steinhaufen? Da liegt noch ein Stein, den habe ich noch nicht zum Stapel dazu. Hä? Ah, da ist er ja. Der Haufen voll Steine. Jetzt müssen wir den Stock nochmal mit dem bearbeiten. Geht gar nicht. Ah, muss man richtig ausholen, okay. Da muss man länger drauf bleiben als wie beim Obsidian. Und dauert auch viel länger. Mit dem scharfen Obsidian-Spachtel. Viel länger. Granit kann auch einen Stock bearbeiten. Genau das wollte ich haben. So. Jetzt haben wir das auch. Den Stock nehmen wir jetzt mit. Hier raus. Hier müssen wir wieder einiges Gehörsinn. Haha. Ah, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte dies hier machen. Wieder alles hier analysieren. Ha. Überall Fragezeichen. Da gehen wir gleich mal hin. Da. 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 Hier. Wieso verändern? Habe ich noch was in der Hand? Erstmal schnuppern.
ziehst dir rein. Oh, da hast du gefunden, aber da ist ein Steinehaufen. Jawohl. Freut er sich. Steinehaufen gefunden. Tollen Steinehaufen. Annehmen. Zack. Werkzeug benutzt. Wunderbar. Da haben wir noch was drin. Hand wechseln. Pilz. Ich weiß, dass der nicht essbar ist, deswegen esse ich ihn erst gar nicht. Sehr schön. Nahrung entdeckt. Afrikanischer Egeling. Dann lass mal fallen, dein Egeling. Muss ja nicht sein, gleich am Anfang wieder vergiftet zu werden. Hier haben wir noch einen Steinehaufen. Werkzeug zweimal benutzt. Und jetzt machen wir hier nochmal. Wie kann er eigentlich aufrecht gehen? Kann er irgendwie immer noch nicht, gell? Richtig, ne. Was hat er denn jetzt? Der Hunger? Ich glaube, er hat Hunger, oder? Werkzeug, Basalt. Leg den mal wieder zurück, den Basalt. Da hinten sehen wir noch diese Blätter, gell? War das die hier? Erstmal was essen, ich glaube, der ist hungrig. Waren denn diese Blätter? Muss man ja auch inspizieren. Die roten Blätter hier. Ja, wir sind richtig flink heute, gell? In zwei Folgen machen wir die Hälfte fertig. Cut. Cut, cut, cut. So, Cut haben wir auch. Gut, dann nehmen wir jetzt den Basalt mit. Wo war der? Weil mit dem Basalt kann man jetzt zweimal die Steine bearbeiten. Weißt du was, so einen Stock kann man eigentlich hier liegen lassen. Zwei Basalt gleich mitnehmen. Stöcke kriege ich ja noch genug. So. Jetzt beeilen wir uns mal. Mit Cut. Nee, Cut. Eigentlich ist Cut, gell, ist aus Afrika, woraus man Drogen herstellen kann. Das habe ich so. Bei Border Control haben die das da. Da finden die das dann raus. Genau. Die Fragezeichen, die kommen nur so. Jetzt warte mal. Tun wir mal den einen hier fallen lassen. Und dann nehmen wir uns einen Basalt. Und jetzt bearbeite ich den hier. Erstmal. Komm schon. Nein! Puta madre, vaffanculo, ey. Scheiße. Dann bearbeite ich halt zuerst. Nein, weil ich kann mit dem Basalt danach was bearbeiten. Wenn er was wird draus, das weiß ich nämlich. Eins. Drei. Drei. Vier. Ich krieg die Krise. Ist der weich, der Basalt. Halt, falsche Richtung, Affe. Der geht ja schnell kaputt. Aber wir kriegen es schon hin. Wie genau man schlagen muss, das ist echt Wahnsinn. Hm.
Scheiße. Basalt ist rar. Gibt's nicht so viel. Nimm dir den. Nimm dir den. Wechsel nochmal die Hand. Mach mal das Ganze nochmal. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein eigentlich. Okay, dann machen wir es mal umgekehrt. Okay. Natürlich. Ein Schlag kaputt. Gibt's noch Basalt? Ja. Warum hat das sich jetzt so gedreht? Dann nehmen wir den jetzt mal mit. Und ich bearbeite mal Basalt mit Basalt vielleicht. Wo habe ich denn jetzt in welcher Hand? Vielleicht ist es einfacher. Ja, ich wollte in die Tonne kloppen, aber meine Videos sind weg. Ich muss ja ein paar Videos noch machen. Ja, außerdem habe ich so in der Arbeit, wo ich war, drüber nachgedacht, wie man alles noch was machen kann. Ob ich mir doch so ein Ladekabel hole für Xbox Controller. Ob es dann vielleicht besser zum Spielen geht. Oh, 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 schau, was ich habe. Ich habe was hergestellt. Inspizieren. Inspizieren, habe ich gesagt. Nein, nein. Wo war das denn jetzt? Jawohl, Basalt Chopper. Den nehmen wir jetzt auch mit dem Chopper. Kann man ja mehr herstellen. Und wieder zurücklaufen. Hier kann man am Anfang, am Startgebiet echt schon viel machen eigentlich. Ja, mir gefällt es auch. Bloß das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Ausweichen bei den Gegnern, wie die das hier mit der Tastatur gemacht haben, total. Das ist das, was mir nicht gefällt. Aber es liegt wahrscheinlich an der Übung. Ich weiß auch nicht. Probieren wir es mal so. Darf nicht zu fest. Ich glaube, ich habe jetzt dann bald jeden Stein mit jedem Stein bearbeitet. Siehste? Schlagen. Basalt-Chopper kann Obsidian verändern. So mag ich das. Jetzt muss ich noch den Stein bearbeiten. Ich bin ja voll richtig fleißiges kleines Helferchen hier. Was liegt denn da am Boden? Du sollst es nicht liegen lassen. So. Wo ist denn hier? Okay, jetzt zum Stein rüber. Den auch bearbeiten. Nein, ich dreh's nicht in die Tonne. Mein Ehrgeiz ist geweckt. So, jetzt müssen wir noch den Stein bearbeiten. Dann haben wir den Basalt zwei Sachen, drei Sachen schon bearbeitet. Jawohl, 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 jawohl. So, und jetzt müssen wir da noch quasi noch, kann ich eigentlich das jetzt so machen und einfach nur wechseln und halt, 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 nicht so. So. Nee, geht nicht. Okay, dann... dann müssen wir jetzt noch Stein mit Basalt bearbeiten und Obsidian mit Basalt. Oh, das ist auch ein Hin und Her. Jetzt lege ich mal hier meinen Basalt-Chopper, lege ich mal hier hin. Mal wechseln. Halt, ich muss ja noch... Ich könnte ja... Das war genau falsch rum. Ich kann ja noch mehr bearbeiten. Ich komme beim Arbeiten gar nicht hinterher, hey. Den ganzen Steinen. Da ist schon wieder Nacht und ich muss schon wieder Nachtruhe einhalten. Sonst kommt der Nachbar und beschwert sich. So. Das ist mein Basalt. Da ist er, oder?
3. Boah, beim Basalt nur 3 Schläge. Das ist ja der, das ist das letzte stabilste hier. Das ist natürlich Honky Tonk, hä? Da geht's ab, die wilde Lucy. Stock zu Stock. 20 Uhr, ja. Nehmen wir hier noch den Stein. Das da hinten ist, glaube ich, noch Basalt, oder? Lass mal schauen. Ich hoffe, dass es Basalt ist und nicht noch ein Stein. Ja, muss man nur... Was ist was? Stein ist der in der rechten Hand. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Nein. Na komm schon. Oh, geht es nicht? Stein, Basalt bearbeiten. Ich habe doch jetzt perfekt gedrückt eigentlich. Ja, das stimmt, die Affen, so wie ich, ich mache immer Nachtschicht. Morgen habe ich eine Frühschicht von 6 bis um 11 Uhr, dann fahre ich nach Hause, schlafe und dann von 8 bis 6 Uhr in der Früh nochmal eine Schicht. Die haut rein. Und dann habe ich frei 3 Tage. Aha. Okay, ich glaube, das geht nicht. Das Basalt mit Stein zu, die gehen immer kaputt, aber wenn es Klick macht, müsste es auch gehen. So rein theoretisch. Das gehen wir in die Haie. Mal in die Haie. Schauen wir mal auf Evolution. Wir haben ja viel gemacht. Kommt was dazu? Kommt was dazu? Nein. Porig ist anscheinend. Okay, kam nichts dazu. Also Steinchen, Hölzer. Ah ja, genau, das habe ich auch noch nicht gemacht. Kommunikation. Expedition beenden. Schlafen. Oh, wir haben schon wieder überzogen. Also, danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst das Abo da, Kommentare. Wenn ihr das Abo macht, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Danke fürs Zusehen. Ciao, euer Hopfi.